Wie gesagt, momentan ist ja, ihr seht es ja unten auch in den, in der, also für alle diejenigen, die das Ding jetzt irgendwann mal später einschalten, also jetzt nicht parallel zu dem Zeit, wo ich es hochlade. Es ist ja kurz vor Weihnachten und ich habe immer noch meine Weihnachtsmucke laufen. Und die Mannschaft beschenkt mich gerade. Der FM13, unser Let's Play, beschenkt mich gerade mit guter Laune. Es läuft doch sehr, sehr gut. Trotz eines Problems, und zwar die stets und ständigen Verletzungen. Das ist das große Manko, was wir haben. Ich will es auch nicht, das kannst du doch nicht abstellen. Was willst du machen, ne? Wenn sie sich verletzen, verletzen sie sich halt eben. Das heißt, so, wir gucken mal rein, meine Lieben. Glücklichen Sieg mitgenommen. Aber das ist wichtig, auch mal solche Spiele dann mal so über die Zeit zu retten, ne? Ganz klar. Wir haben 23 Punkte auf dem Konto. Schalke hat auch wieder gewonnen. Eigentlich haben alle hier oben gewonnen. Außer Hannover und Bremen. Bremen hat gewonnen, doch. Und Hannover. Und ich bin auch mal gespannt, wie unsere zweite gespielt hat. Das wäre mal interessant. Gucken wir doch mal schnell rein. Oh, wir haben verloren. Und Hannover spielt jetzt unentschieden. Jetzt, wo wir verlieren. Hätten wir gewonnen, wären wir dran gewesen. Bisschen enger, näher dran. Wir verlieren gegen Oberneuland. Ah, ärgerlich. Ja, hat nicht gereicht. Gut, okay. Zurück wieder zur Bundesliga. So ist es. So ist es. Wie sieht es in der zweiten Bundesliga aus? Da ist nämlich Nürnberg, ja. Die haben jetzt 10 Spiele gewonnen, ein Unentschieden. Wahnsinn. Abartig, was da los ist bei Nürnberg. Ja, aber schön, das ist ja zweite Liga. Das kann ja von mir aus so weitergehen. Karlsruhe als Aufsteiger, die tun sich schwer da unten. Das sieht hart aus. Wie sieht es denn in der dritten Liga aus? Ja, hier wollen wir ja hoch, aber das wird nicht einfach, Leute, ne? Ihr wisst es, das wird nicht einfach. Gut, Stimmen. Stimmen. Die leichteren sind meist die schwierigeren, sagt Toni Kroos vom FC Bayern München. Die haben doch gewonnen. Was beschweren sie sich denn? 1:0 gegen Freiburg, aber aus dem Pokal sind sie raus, ne? So sieht's aus. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, man darf zurzeit aber keine Wunderdinge von uns erwarten. Ja, Wunderdingerlinge. Mantien, Topnote gehabt, ne? Eine 1,0. Deswegen wird er auch in die Startelf gerufen für die Champions-League-Partie gegen FC Barcelona, meine Lieben. Ich bin gespannt. Also, Bewertung der Neuzugänge. Sensation, Simon Kjær und Marco Höger sind Sensationen. Hust, hust, hust. Jung und Alagui sind so ein bisschen, und auch Schalai, aufgrund der Verletzungen einfach, kommen die nicht zu Potte, ist ja klar. Werden aber trotzdem noch als echte Verstärkung und als guter Griff bewertet. Nur Mitläufer und Flops haben wir gar keine erzielt. Also, alles Paletti, würde ich sagen. Marco Höger, hust, 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 als Sensation. Ich sehe es ja genauso, ich finde ihn auch Weltklasse. Finde ihn richtig gut und ganz, ganz wichtig für unseren Kader. So wie wir ihn aufgestellt haben. Und will auch da richtig lang an ihm festhalten, ne? Ganz klar. So. Zwei Tore in 10 Spielen. Kann das sein? Das ist ja abgefahren. Gut, okay, meine Lieben. Weiter geht's. Es kommt Barcelona. Weiße Weste. Spielen sie 3 Ligaspiele in Folge zu 0. Sehr schön. Sensationstransfer. Machen Sie einen Sensationstransfer. Genau, alles klar. 30 Managerpunkte gibt es oben drauf und 10 FM-Mark. Sehr schön. Schnell speichern. Und dann gucken wir mal. Rudnes verletzt. 3 Wochen. Ich hätte auch mal nur ein Tag sein können, ne? Nö, es sind wieder 3 Wochen. Neue Erfahrungsstufe von Thomas Pledel. Sehr schön. Er baut weiter aus. Die Einsätze bringen was bei uns in der zweiten. Die Verletzungen, 14 Wochen, 3 Wochen, Chanalulu 9 Wochen, Alagui noch 2 Tage und Schalai noch 3 Wochen. Ich weiß nicht, wie wir das dann noch alles ergänzen sollen. Ich weiß es nicht. Spielbericht, Oberneuland gewinnt, 1:2. Ah, ärgerlich. Ja, wir müssen da was machen, ne? Ganz klar. So, Mannschaft der Woche, Mantien, müssen wir mal gleich Aktion... Ah, kann ich wieder nicht sprechen, schade. Mignot verlängert seinen Vertrag mit AFC Sunderland. Warum habe ich den bei mir drin gehabt? Als Torwart. Aha, okay. So, meine Lieben. Jetzt gibt's um die Wurst. Gottes Willen, wir haben keinen Stürmer mehr am Start. Das ist so unglaublich. Aber was willst du denn machen, ne? Was willst du denn machen? Es ist einfach zurzeit echt schwierig. So. Alagui ist noch angeschlagen. Ich kann Alagui ja nicht aufstellen.
Trainingsziel erreicht von Serge Gnabry. Ja, mach mal weiter ruhig erstmal, bevor wir da was Neues einstellen. Und Rudnes muss raus. Alagui, da ist er. Aber noch angeschlagen. Ich muss Berg holen wieder. Also, Pulido in die Reserve verschieben, dauerhaft. Zweite Mannschaft. Er muss wieder in die erste. Was ist ein Rumgeschiebe hier, ne? In die erste Mannschaft verschieben, dauerhaft. So, Rudnevs raus, Berg, Alagui auf die Bank. So, zweite Mannschaft. Wo haben wir ihn denn? Pulido, da ist er doch. Ja, alles ein bisschen schwierig momentan. Alles ein bisschen schwierig. Rautenberg erstmal raus. Trinks für Pledel. So rum machen wir das. Genau. So hatten wir das ja auch. Die Jungs müssen hier ein bisschen Gas geben. Ja, es fehlt halt momentan, ne, an allen Ecken. Wir gucken nochmal rein in die Ergebnisse, ob wir da schon ein bisschen was haben. Ob wir da nicht schon Hannover ein bisschen ärgern können. Zweite Mannschaft. Ah ja, es kommen langsam hier die Statistiken rein. Der stärkste ist Willi Efsev auf der Bank. Janis Pleschke. Ballgewinner. Aha, aha. Guck mal an, Rechtsverteidiger. Stärkster Spieler mit einer 65. Dann haben wir hier noch Felipe. Innenverteidiger mit 26. Timo Bartsch. Dann haben wir Aicicic. Denis Aicicic, aber auch schon 23. Schünemann. Rutter. Oh ja, der wäre gut. Der Geiselmann wäre gut für unser Linksverteidiger. Können wir echt mal angreifen. Also wir können da uns schon ein bisschen bedienen, würde ich sagen. Lass noch mal kurz ein bisschen durchlaufen. Kazumovic haben wir hier noch mit 19. Almir Kazumovic. Und Armin Steffen. Was für ein Torwart haben die denn da? Ah, das ist der einzige Torwart, ja. Armin Steffen mit einer 51. Ist unser ja besser. Ja, wir lassen noch ein bisschen scouten hier. Und den Scout nochmal ein, zwei Wochen durchlaufen lassen. Dann gucken wir nochmal rein. Und dann gucken wir, ob wir da von Hannover nicht ein bisschen was geklaut kriegen, ne? So, notenbeste Spieler. Florian Rutter. Ist der Rechtsverteidiger von denen, Strauß. Janis Pleschke, ja, ja, der sieht gut aus. Den hole ich mir einfach, weil er, ich sag mal so, primär um Hannover zu schwächen. Sekundär, weil ich mir sage, um einen Spieler mit einer Stärke von 65 für die zweite Mannschaft mit 20 Jahren, der sich so gut entwickelt und als Ballgewinner gilt, da kannst du nichts falsch machen für das Geld. Man muss ja so ein bisschen auch ein gesundes Konkurrenzverhalten ist ja auch gut, ne? Und warum nicht? so werden wir es machen. So werden wir es tun. Hier ist noch einer, der Hampe. Ah, der ist offensiv. Den müssen wir mal gucken. Der ist 17. Müssen wir mal gucken, wie der hier eingestellt ist. Also, gute Noten. 10 Spiele gemacht, 2,7 Torschützen. Julian Lüttmann ist der Beste. Markus Berg dann. Warum steht denn da PSV? Eindhoven. Weil er daherkommt oder was? Moment. Wo war denn das? Karriere? Transfer. Ja, da steht nicht Hamburg, sondern PSV Eindhoven hier. Ist ja interessant. Dann haben wir Hampe hier. Das ist der, ne? Ins Blickfeld nehmen. Müssen wir gucken, was mit dem ist. Der schießt gut Tore. 12 Spiele, 11 Tore. Lüttmann ist wohl der Beste hier. Ah, eine 60, aber 2. Das kann ja nichts sein, ey. 31 Jahre. Ja, ist die Erfahrung wieder, ne? Die reißt halt auch manchmal raus. Kaya. Ahmed Kaya. Höfer. Tankulic. Shekiri, Aicicic, haben wir wieder den nächsten. Johannes Wurz. 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 So. Okay. Stückchen voran, meine Lieben. Sami Alagui ist noch angeschlagen. Ist angeschlagen. Schwierig mit ihm jetzt zu planen, ne? Ganz klar. Auf geht's, FC Barcelona. Gottes Willen. Stärke von 918, meine Lieben. Wahnsinn, oder?
Oh, Real Madrid gegen Sporting Lissabon. Atom Rudmes kann wegen seiner Verletzung nicht spielen. Man City gegen Werder Bremen. Stärkster Spieler auf dem Feld ist Yaya Touré. Wir haben 5 Punkte auf dem Konto. Also schlecht ist es bis jetzt nicht gelaufen für uns. Wir sind also somit die einzige Mannschaft, die Barcelona einen Punkt geklaut hat. Und wenn wir verlieren sollten, ist nicht schlimm. Wir müssen nur gegen Liverpool und Etienne dann gewinnen. Es sei denn, Liverpool verliert heute gegen Etienne. Das wäre perfekt eigentlich für uns. Wenn Liverpool heute auswärts verliert gegen Saint-Étienne, wäre perfekt. Das wäre Weltklasse. Weil dann hätten sie immer noch 4 Punkte. Und dann haben wir es selber in der Hand, ne? Gerade gegen Liverpool dann zu spielen. Und dann müssen wir nur gewinnen. Und gegen Etienne natürlich. Ach gut, ist noch ein bisschen früh. Es sind noch 3 Spiele und ist noch alles offen. Von daher noch nicht so einfach. Wie sieht es denn aus mit Aogo? Beister nur eine 10. Das heißt, Beister muss raus. Aogo muss rein. Jansen wieder auf LM. Son ebenfalls auf RM. Rajkovic raus. Mankien rein mit einer Form von 17. Serge Gnabry ist draußen. So, meine Lieben. Markus Berg. Ich brauche dich in Topform, Alter, heute. Sehr schön. Van der Vaart. Mannschaftsführung ist klasse, mehr brauche ich da nicht sagen. Gewinn 2 Moralpunkte. Simon Kjær, auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselfaktor-Spieler. X-Faktor-Spieler ist Simon Kjær. Und Sebastian Jung, ja, er muss noch ein bisschen seine Form finden. Noch nicht so eingeschlagen, wie ich es mir wünschen würde, aber das geht. Das wird noch. Und dann Bardell. Spielergespräche. Gewinnt auch nochmal 3. Oh, guck mal hier, die Form von den Jungs, ey. Mit Son, ich probiere auch nochmal mit Son. Ich brauche dich in Topform. Die gewinnen alle, weil der Gegner so hardcore ist wahrscheinlich. Alles klar. Wen haben wir denn hier noch auf der Bank sitzen? Ja, Skjelbred ist mir egal. Der sitzt eh nur seine Zeit ab. Ja, Alagui reinzubringen, das ist mir ein bisschen zu hart. Der wird keinen Einsatz kriegen. Ich muss Berg einfach heute reißen. Der kann zum Held werden, ne? Wie sieht man, ne? Durch die Verletzungen etc. Naja, wir werden es sehen, meine Lieben. Also, Taktik öffnen. Ja, Pressing und zurück natürlich. Einsatz ist natürlich volle Pulle. Individuelle Anweisungen, Vorstöße verbieten, Bardell ebenfalls, Vorstöße. Tackling aggressiv. Er darf vorstoßen, Son darf auch. So, Laufwege. Alles verstellt, ne, ganz klar. Son kann hier ein bisschen reingehen. Er muss hier hinten zumachen. Genauso wie Jansen. Und Bardell geht hier. Van der Vaart. Höger. Und Van der Vaart geht vor. Okay, alles klar. Ja, so muss es irgendwie klappen, ne? So muss es irgendwie klappen, meine Lieben. Wir werden es ja sehen. Also, ich meine, letztendlich kannst du dich auf Barcelona nicht einstellen. Zumindest nicht, wenn du Hamburger SV heißt. Mit 4 Verletzungen, ne? Also, 4 Verletzungen und angeschlagenen Spieler. Ich meine, das sind alle Stammkräfte gewesen. Schalai, Chanalulu, Rudnevs, also die wir regelmäßig einwerfen konnten bisher. Ne? Alle über eine 70, also Stärke über 70, die waren für uns ganz, ganz wichtig. Entscheidend sogar in vielen Spielen. Aber was willst du jetzt machen? Jetzt müssen wir uns durchbeißen, gucken, was wir hier rausholen. Siegprämie. Wenn du gegen Barcelona gewinnst, gibt's immer viel Geld. Kriegen sie eh nicht, von daher ist ja egal. Okay, meine Lieben, ja, ich freue mich drauf. Ich bin immer jedes Mal stolz, wenn ich euch die Champions League Partien präsentieren darf. So freue ich mich auch heute wieder gegen FC Barcelona zu spielen, zu Hause in der Imtech Arena. Wir werden Spaß haben, wir werden es mitnehmen, was ist. Auch wenn wir verlieren, ist nicht schlimm. Unsere Mannschaften, die warten auf uns, Liverpool und AS Saint-Étienne. Die sind ein bisschen wichtiger, da auf jeden Fall gut auszusehen. Wenn wir hier wieder einen Unentschieden holen, haben wir alles richtig gemacht. So muss ich sagen, wenn wir hier einen Unentschieden holen, ist alles perfekt gelaufen eigentlich. Also, dann sehen wir uns gleich im
3D-Spiel gegen FC Barcelona. Gar keine Frage, natürlich spielen wir 3D gegen so eine Mannschaft. Und dann würde ich sagen, bis gleich, meine Lieben.